Hi, ich bin der Dennis vom Siebert. Ich bin der Jonas. Das ist die Luna. Und wir begrüßen euch zum Projektstart Siebert und Du Around the World. Let's go! So Jonas, der Camper ist fertig. Und jetzt fangen wir mit der Fahrzeugeinführung. Wir schauen uns mal das Auto mal von außen an. Die Fahrzeugbeschriftung ist fertig. Er ist beklebt, du fällst auf jeden Fall auf. Beklebung ist echt cool geworden, ja. Siebert und Du, Luna. Da ist die kleine Maus. Alles drauf. Also ich habe das Layout gesehen, fand es schon richtig cool, aber jetzt dann, wenn es beklebt ist und fertig dasteht, ist schon echt mega Kompass, geil. Kompass, Berge, sagen. Ihr zwei drauf. Ist echt cool geworden. Geiler geht's einfach nicht. Ja. Schauen wir mal das Auto von außen noch. Ja. Du hast auch verdammt geil 18 Zoll Offroad-Designfelgen drauf, da wo du überall hinkommst. Ja. Scheiß da nichts an, fällt da nichts an. Fahr einfach mal überall hin. Wenn du in Spanien bist, am Strand, opa, jetzt habe ich schon zu viel verraten, das erfährt ihr später noch, wo es genau hingeht. Und dann, ja, lass uns überraschen, was du für ein Content produzierst. Ja, cool, ich freue mich mega und ich würde sagen, schauen wir mal rein. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ihr mir da sagt. Dann sind wir schon zu zweit. Was ihr mir da jetzt alles reingebaut habt. Perfekt, auf geht's. Dann steigen wir mal ein. Schauen wir mal rein, jawohl. Jetzt ist er noch dunkel und jetzt ist er eingeschaltet. Jetzt hast du Licht da. Ich bitte dich, auf deinen zukünftigen Arbeitsplatz zu sitzen. Ja, sehr gerne. Ich sitze mir auf deine andere Hälfte des Arbeitsplatzes. Also, du hast wirklich alles drin, was du brauchst, von Kühlschrank, Navigation, Küche. So, jetzt sitzen wir schon im fertigen Camper, aber so ist es. Vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was Siebert und Du Around the World eigentlich ist. Eigentlich sollten wir schon mal sagen, gell? Sollten wir mal erläutern. Ich hatte die Idee, einfach um die Welt zu reisen und wusste nicht so ganz genau, wie und mit was. Und da habe ich jetzt hier mit dem Auto aus Siebert mit euch die richtigen Leute gefunden, die mir da die Hand reichen. Und jetzt haben wir zusammen uns den Opel Crosscamp hier ausgesucht. Genau. Ich habe keinerlei Erfahrung, weder mit Zeltcampen noch mit Campercampen rumfahren. Und genau, ihr gebt mir das Ding jetzt an die Hand. Klar, ich nehme euch alle mit und wir schauen einfach, was passiert. Wir haben einfach die Idee von dir so geil gefunden, dass wir gesagt haben, der wirklich keine Ahnung hat, hier ist ein Auto, was fertig ist, voll ausgestattet ist, alles, was er braucht und bring uns Content. Mach einfach was. Jetzt sitzen wir in deinem neuen Arbeitsplatz da vorne. Und wenn du dann auf Nacht deine Videos schneidest und deine Filme bearbeitest und du deinen zweiten Bildschirm brauchst, ziehst du einfach hier raus, hast deine erweiterte Arbeitsfläche und dann kannst du wirklich bis in den Morgengrauen arbeiten. Ja, gerne. Ja, cool. Nee, aber auf jeden Fall ein bisschen Platz. Genau. Oben direkt noch Stauraum dabei. Überall. Also das ist wirklich überall dein Kastensystem, wo du alles reinschmeißen kannst, reinlegen kannst, das ist alles Handarbeit von Crosscamp, das wird alles in der Schreinerei vor Ort gemacht. Cool. Und auch alles beleuchtet, wo du wirklich immer was siehst und es fehlt dir nichts. Cool. Das heißt, zum Aufmachen muss ich hier nochmal drücken, oder? Ja, okay, so ist gelockt. Okay, geht auch. Zum Beispiel, das ist hier überall nur Beleuchtung, es klangt dir der Platz hinten nicht, du hast die Lampe hier vorne rein, das ist drehst cool. wieder und kannst überall. Super, gleich noch eine Arbeitstischlampe. Cool. Und USB. Genau. 230 Volt Steckdose. Alles da, was du brauchst. Cool. Wenn es mal ein bisschen wärmer wird und die Tür offen ist, machst du nochmal auf. Und dann haben wir da das Meer. Genau. Sehr gut. Dann hast du hier noch deine Rollos zum Zumachen, beziehungsweise ein Moskitonetz, dass die ganzen Mücken, die jetzt am Stechern. Gut, da drüben haben wir dann die Küche. Ich sehe schon, hier ist der Kühlschrank. Der geht wahrscheinlich einfach so auf. Ja. Du hast ein Gefrierfach drin, du hast einen Kühlschrank drin, das Bier kalt bleibt, wenn du fährst. Der läuft immer, sobald die Zündung an ist? Oder läuft der? Ah ja, logischerweise. Gut, macht Sinn. Außer jetzt gerade. Ja, außer jetzt gerade, weil wir noch nicht aktiviert haben. Achso, okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Beziehungsweise schauen wir nur kurz, was sehr, sehr wichtig ist auch noch am Campingplatz. Oder wenn du auch, egal wo du stehst, dein Moskitonetz für vorne. Mhm. Weil sonst verreckst du einfach. Wirklich, da verreckst du, wenn die ganzen Muckern einer kämmern. Ja. Machen wir hier wieder auf. So Jonas, das ist dein neuer zweiter Arbeitsplatz, weil verhungern merkst du ja nicht. Das stimmt, ja. Du hast hier einmal deine Spüle, einmal dein Gaskocher. Mhm. Wird dann quasi, wenn das Gas hinten eingeschaltet ist, hier bedient dann zum Starten, beziehungsweise auch zum Einheizen dann halt. Und was ganz wichtig ist, vor jeder Fahrt schauen, ob deine Schränke zusammen. Mhm. Weil sonst den Fehler machst du bloß einmal, dann haust du nämlich alles raus. Und dann erstmal viel Spaß beim Einräumen wieder. Ja. Also wichtig, schauen immer, dass die Sperre drin ist, dass nichts rausgeht. Rausfällt. Okay. So, dann sind wir hier im Bad. Mhm. Du hast einmal dein Klo, einmal ein Waschbecken, dann hast du hier einmal deine Dusche. Cool. Wo wieder rein und raus geht, wo du dich duschen kannst. Und sehr auch dein kleines Fenster. Sehr Spiegel hast du erinnert. Du hast wirklich alles, was du brauchst, sag jetzt mal.
Cool. Da oben ist verschiebbar, oder? Richtig. Bloß auf der Seite reindrücken, sodass das offen ist. Okay. Da nochmal Stauraum. Dazu mal versperrt ist. Wichtig ist halt immer, dass du das versperrst, dass wenn der Fahrt nicht rausgeht. Okay. Da hier unten hast du dann ganz wichtig Platz für dein Klopapier, wenn du mal eins brauchst. Ja, hier. Genau. Und das war's eigentlich dann wieder vom Bad. Cool. Das kann ich hier zuziehen, oder? Richtig. Kannst du mal zuziehen. Dass beim Duschen nicht das ganze Auto nass wird. Genau. Ah, du hast eher eine kleine Kante da. Okay. Da gelangt das Wasser nicht, dass du wirklich überschwappt. Ja. Okay, Licht. Ich sehe es sind überall Lichtschalter. Überall ein, aus, ein, aus. Okay. Also wirklich alles da, was du brauchst. Cool. Dann machen wir beim Bett hinten weiter, oder? Ja. So sind wir wieder. Sind wir wieder da. Und da haben wir das Bett. Ja, das ist ein Querbett jetzt halt, dass du halt querschlafen kannst. Mhm. Du hast auch links und rechts wieder deine Fenster. Auch hinten in der Hecktür hast du deine Fenster drin halt. Und überall deine Moskitonetze, deine Verdunkelungsset quasi, dass du wirklich angenehm schlafen kannst. Und überall auch deine mobilen Lampen, die wo du ausschalten, also rausstecken kannst und woanders einstecken kannst. Sehr cool. Also, die laufen mit Batterie wahrscheinlich, oder? Ganz normal mit der Autobatterie. Ah cool, das heißt, egal wo ich die, sobald die da in der Schiene sind, werden die mit Strom versorgt. Richtig. Du hast hinten eine Batterie für die Bordspannung und vorne eine ganz normale Starterbatterie drin. Also wenn der Strom dir mal ausgehen sollte, im Fall der Fälle, du kannst immer fahren. Da ist ein Relais dazwischen geschaltet, dass du auch wirklich immer weiterfahren kannst. Okay, sehr cool. Genau. Kann ich das Bett, darunter sind noch Stauraum, kann ich das von hier auch schon irgendwie bedienen oder geht das von hinten? Nee, es geht von hinten einfach, dass du von hinten deine Toppers wegdorst und dann kannst du das Bett nach oben klappen und dann hast du quasi auch mehr Stauraum. Okay, vielleicht können wir uns das mal kurz anschauen. Ja, dann schauen wir hinten. Da sind wir hinten angelandet im Bett. Zeig dir mal, einfach hoch. Genau, ich zeig dir mal, wie der Topper geht. Einfach rüberschmeißen. Hier ist quasi der Lattenrost, den hebst du in die Höhe. Hier ist ein kleiner Winkel da drin, dann kannst du das aufklappen und hier festbringen. Mhm. Festschnallen, dass du quasi hier auch noch mehr Stauraum hast. Was wirklich ganz cool gelöst ist von den Crosscamp Boys, ist, wenn du einmal hier anziehst, hast du hier nochmal Stauraum für alle Utensilien, was du wirklich für draußen brauchst einfach. Kannst du bis zu 25 Kilo drei lagern oder eine Stecker und dann geht's da hier. Cool. Was ist hier noch drin? Hier hast du zwei Gasflaschen drin, jeweils 11 Kilo für die Heizung, fürs Kochen, für alles Mögliche. Mhm. Wenn du und du noch mal einen Beziehungsstand hast, hier ist die Leiter, dann geht es einen Stock nach oben. Die Leiter hängst du quasi dann da ein, kletterst auf und dann hast du da oben auch noch mal ein komplettes Etagenbett. Sehr cool. Mit Lattenrost, feiner Matratze, alles super. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber in meinen Videos wird es dann Fortsetzung kommen. Fortsetzung folgt. Genau. Sehr cool. Jetzt haben wir eigentlich dir fast alles erklärt. Wir könnten einmal die Elektronik noch kurz durchgehen. Hier ist quasi dein Ein-Ausschalter. Hier siehst du, ob du per Landstrom angestopselt bist. Die Batteriespannung vom Fahrzeug. Frischwasser, Abwasser. Dein Duo-Element quasi für die zwei Gasflaschen hinten, dass du in der Nacht nicht frieren kannst, dass die automatisch zuschalten. Mhm. Wenn die eine Flasche leer ist, schaltet sie automatisch die zweite Flasche ein. Mhm. Das ist dein Heizelement für die Standheizung und fürs Wasser. 40, 60 Grad, ob er heizen soll oder nicht. Und das sind dann die Stufen 1 bis 6. Jetzt sind wir mit der Technik durch, fehlen uns nur zwei Stationen. Mhm. Die vorletzte Station ist das Wasser. Gehen wir mal raus. Jo. Dein Wassertank ist hinten rechts. Ist auch alles selbsterklärend. Wasser. Wasser, ah, steht schon dran, okay. Zack. Und einfüllen lassen. Okay. Laufen lassen. Und wo sehe ich, wie voll der noch ist? Das zeigt es in dem Element oben an. Ah, okay. Display. Super. Kommst du recht? Ich probiere es wie gesagt einfach aus, aber jetzt habe ich zumindest schon mal gesehen, wo es rein muss. Das ist schon mal gut. Perfekt. Dann schauen wir ins Cockpit. Du links rum, ich rechts rum? Na, andersrum. Du fährst ja. Ich fahr, okay. Du bist ja derjenige, der wo die Reise macht. So. So, Jonas, dann einmal Stühle drehen. Das geht zum Glück ohne große Erklärung. So. Du hast aber einen Schlüssel. Den kriegst du jetzt halt. Einmal so. Vielen Dank. Das ist Gott sei Dank überall gleich. So, erstes Piepsen. Ja. Du hast deine Drittstufe noch draußen. Ah. Die fahrt mal da ein. Sehr gut, okay. Und jetzt ist auch das Piepsen aus.
So, du hast deine Klimaautomatik drin, du hast Navi drin, Apple CarPlay, Android Auto, Bayern 3, Spurhalteassistent, du hast wirklich eigentlich alle Sicherheitssysteme drin, was du brauchst für die lange Fahrt. Mhm. Und dein Scenic-Navi brauche ich dir eigentlich nicht erklären, weil das alles selbsterklärend ist. Okay, das heißt hier, gut, das ist wirklich Home. Selbsterklärend. Home kann ich mich da ein bisschen durchschalten. Wo muss ich es anstecken für Apple CarPlay? Mit ganz USB? Normal, hier da unten ist der USB-Anschluss. Mhm. Bluetooth-Freisprecherrichtung, das hat auch alles. Tempomat, wie gesagt, alles dabei. Ah, Tempomat auch? Ja, das ist der linke Hebel. Hier links genau. Der Hebel. Ach, geil. Sehr cool. Wunderbar. Genau, ansonsten, was machen die Knöpfe hier? Das Spurhalteassistent, Bergabfahrtempomat, das ist quasi die Traktionskontrolle plus eingeschaltet, wenn du wirklich mal stecken bleibst, was ich zwar nicht glaube, aber... Hat der gute Reifen drauf. Der, auf jeden Fall. Der fährt überall hoch und runter. Ja, cool. Mikrofon für die Speisprecheinrichtung vermutlich. Richtig. Sehr cool. Und wenn du dann ein bisschen Privatsphäre möchtest, hast du hier überall deine Rollos. Ah, okay. Mit dem Zauber verbunden und das war's dann. Ah, okay, da geht's dann weiter. Genau. Perfekt. Dann runden wir. Kannst du die Hupe nur ausprobieren, ob sie funktioniert? Die Hupe? Sollen wir mal alle? Probieren wir. Funktioniert. Funktioniert. Sehr gut. Ist der Rückfahrkamera? Geil, der hat sogar eine Rückfahrkamera. Genau. Wie viele? Nur eine. Kein Signal, nur eine. Okay. Dann bleibe ich bei der einen, das reicht mir tatsächlich. Cool. Gut, da muss ich mich in Ruhe einfach mal durchklicken. Einfach Learning by Doing, alles ausprobieren, weil da lernst du es am besten. Ja, wir können wir die jetzt nur 5 Stunden voll labern, aber dann ist ja der Fun Fact nicht da. Das also stimmt. Nochmal ein USB. Das heißt, wenn ich da anschließe, passiert aber nichts, oder? Ich muss hier anschließen. Kannst du da anschließen, da ist zum Laden an nochmal. Okay, gut. Klimaautomatik, ja gut, das ist alles wirklich selbsterklärend. Genau, Stuhl drehen. Haben wir hier wieder. Genau. Das habe ich vorhin schon hingekriegt. Geht nur ein bisschen streng, weil er nur neu ist. Gibt's Schlimmeres. So, und dann wird hier gearbeitet. Ja. Während der Fahrt. Genau. Du hast gesagt, Spurhalteassistenztempomat. Hat er alles. Und dann wird einfach nur gefahren. Gut, dann raus und mit dir. Und wir eilen dir zu. So, dann sind wir durch. Vielen Dank für die Einführung. Bitte, bitte, Jonas. Einmal der Schlüssel, ohne den funktioniert nichts. Vielen Dank. Stets gute Fahrt. Freut mich, danke. Und wir sind gespannt auf deinen Content. Jo, also, ich auch. Ciao, bis dann. Ciao.